noch zwei Anträge, was das Thema Sport angeht. Wir wurden zunächst uns mit dem Thema Frauenfußball beschäftigen. Einbringer ist dort die CDU-Fraktion. Hier gab es einen interfraktionellen Änderungsantrag, den wir im Sportausschuss beredet haben. Wer will, aber zunächst Anke Wagner, bitte schön. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, werte Stadtratskollegen, was war der Aufhänger sozusagen für unseren Antrag? Da möchte ich erstmal ein großes Dankeschön an Herrn Dr. Schulte-Wissermann richten, beiweise auch an die lieben Grünen, denn ihr habt mich inspiriert und zugleich immer ein bisschen verärgert, weil bekanntermaßen das Thema Frauenfußball von euch sehr, sehr gern immer als Annex des Männerfußballs sozusagen versucht wurde, in irgendwelche anderen Beschlussfassungen so mit reinzuschleichen. Und das hat so ein kleines Störgeräusch bei uns ausgelöst. Und ich hatte auch direkt mal zu dir gesagt, das muss man konzeptionell und grundsätzlich angehen, das ist der Sache würdiger. Und deswegen haben wir dann diesen Antrag eingebracht. Aber zunächst uns natürlich erstmal damit inhaltlich befasst. Und wie macht man das? Indem man diejenigen fragt, die sich mit dem Thema bestens auskennen, sprich die Fußballvereine, die im Frauenfußball schon unterwegs sind, haben die uns eingeladen, Borea, Löbtau, Fortuna, den DSC. Und das Gefühl hat sich bestätigt, ja, da müssen wir grundsätzlich ran. Es gibt Probleme und Herausforderungen, die angegangen werden sollten, de facto auch eine gewisse strukturelle Benachteiligung der Damen, aber auch viele, viele Potenziale und einen großen Willen, das zusammen strategisch anzugehen in unserer Stadt. Im Zuge dann der sich anschließenden Antragserarbeitung, Sie kennen unseren Antrag, haben wir sehr, sehr konkrete Lösungsvorschläge erarbeitet und vorgeschlagen. Also einen runden Tisch Frauenfußball mit einer Bestands- und Bedarfsanalyse, mehr Partnerschaft und Kooperation, eine klare Leistungspyramide im Frauenfußball, die Talente sichten, die Talente fördern und den Frauenfußball voranbringen. Was ist dann passiert? Es war eine sehr, sehr anstrengende Ausschussbefassung mit verhaltener Resonanz auf die Ideen. Und ich war ehrlich gesagt auch ein bisschen frustriert, wie die ganze Diskussion gelaufen ist. Aber was wirklich toll war, und das habe ich seit 2009 noch nie erlebt, es gab wahnsinnig viel Presseberichterstattung dazu und dann wahnsinnig viel Resonanz, ich sage es mal einfach aus der Mitte der fußballerischen Gesellschaft unserer Stadt. Das war unerwartet und überraschend, aber auch schön, weil wir anscheinend hier sehr positiv gesprochen in ein Wespennest im Fußball gestochen haben. Da hat sich der Förderverein Frauenfußball und Mädchenfußball gemeldet. Wir haben viele, viele neue Menschen kennengelernt. Und ja, der runde Tisch, den wir vorgeschlagen haben, den gab es de facto schon. Da hat nämlich der Förderverein Frauenfußball eingeladen, die politischen Entscheidungsträger der Stadt, und hat uns was erklärt, hat uns aufgeklärt. Und wir haben, glaube ich, alle miteinander sehr, sehr viel gelernt. Jetzt muss ich mal kurz gucken, meine Zeit. Sieht gut aus, aber die wird hier nicht angezeigt. Rechts. Ich habe links geguckt. Na gut, dann gucke ich jetzt nach rechts. Genau, was nämlich herausgekommen ist, ist ein wunderbarer Kompromiss. Und da muss ich auch wirklich ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen an alle, die sich eingebracht haben. Die Eltern von fußballspielenden Mädchen, der Förderverein Frauenfußball, sage ich mal die großen Vereine, die mit dabei waren, aber auch die kleinen Vereine. Und auch ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Kollegen, die ihr euch die Zeit genommen habt, der Einladung zu folgen, zuzuhören und dann gemeinsam was Gutes zusammen zu entwickeln. Und ich denke, wir haben einen wirklich guten Kompromiss gefunden aus dem Ursprungsantrag und dem, was dann noch an Erkenntnissen dazu kam. Thilo nickt, auch nochmal Thilo, ganz herzlichen Dank dafür. Und das Fazit, denke ich, was wir heute auch zusammen beschließen werden, da nehme ich zumindest mit, Frauen- und Mädchenfußball in unserer Stadt ist auf jeden Fall im Kommen. Was es dafür braucht, ist jetzt natürlich, sind die nächsten Schritte, die wir heute auch beschließen, und zwar eine Koalition der Willigen, der Fähigen und der relevanten Akteure im Fußball
um einen intrinsisch motivierten Prozess der Fußballakteure gemeinsam zu starten und die vielen Potenziale zu heben. Mit den großen und mit den kleinen Vereinen, damit wir gute Konzepte erarbeiten, wie eine bessere Zusammenarbeit im Fußball gelingen kann. Keine Eigenbrötlerei von Vereinen, sondern gemeinsame Ziele erreichen, die Mädels fördern. Und an der Stelle habe ich auch noch eine Bitte an die Verwaltung, weil wir haben eine sehr, sehr umfangreiche Begründung geschrieben für den gemeinsamen Ersetzungsantrag, um die Dinge, die wir in dem Prozess und mitzugeben in den Prozess, der jetzt noch kommt. Und da bitte ich einfach auch im Namen der interfraktionellen Einreicher des Ersetzungsantrages darum, dass das mitgenommen wird und bedanke mich an der Stelle nochmal herzlich für diesen befruchtenden, schönen Diskussionsprozess. Das hat wirklich Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen anstrengend war, und sage zum Schluss, Dresden kann mehr, auch im Frauenfußball. Bitte stimmt jetzt diesem Antrag zu. Danke. Okay, machen wir weiter in der Fraktionsrunde. Da wurden wir gerechterweise jetzt Tito Kiesing würde ich aufrufen und vorbereiten könnte sich Christine Sturm, danach Klaus Lippmann, danach Herr Dr. Schulte-Wissemann, danach Thorsten Schulze. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe immer ein bisschen Angst, wenn ich von der CDU zu sehr gelobt werde, dass mir das im eigenen Lager dann Schwierigkeiten einbringt. Aber ich glaube, beim Antrag, bei dem es um die Verbesserung der Situation von Mädchen und Frauen geht, ist die Gruppe, die mich für ein Lob der CDU kritisieren würde und die Gruppe, die mich für eine Bevorteilung von Frauen loben würde, sehr nah beieinander. Gut, das als Vorspann. Wenn man sich im Sport umtut, dann erlebt man ja sehr oft Folgendes. Unter den vielen Beteiligten gönnt der eine dem anderen eigentlich so das Schwarze unterm Fingernagel nicht, weil jeder meint, das, was er nicht hat, hätte jemand anders, ein bisschen auch zu Unrecht. Und da muss man sehr genau zuhören, um herauszufinden, ob vorgetragene Probleme auch reale Probleme sind. Und im ursprünglichen CDU-Antrag habe ich das noch nicht erkennen können. Denn da wurde allgemein gesagt, da gibt es eine Benachteiligung von Mädchen. Das kann sein, ich akzeptiere erstmal diese Aussage, aber ich weiß noch nicht, ob ich sie glauben soll. Denn wer ist denn gegenüber wem benachteiligt? Ist vielleicht eine junge Fußballerin, die gern Fußball spielen möchte, gar nicht so sehr benachteiligt, wie zum Beispiel eine junge Federballspielerin, für die es nur zwei Vereine in Dresden möglicherweise gibt. Man könnte ja ganz andere Vergleiche anstellen. Diese Fragen, also muss man schon genau rausfinden. Und auch wenn Frau Mühle sich an den Kopf greift, rauszufinden, Frau Mühle von den Grünen versucht, ich versuche es nochmal für Sie zu erklären. Man muss immer überlegen, wer ist gegenüber wem und dann warum benachteiligt. Aber es ist interessant, sich der Sache zu nähern. Und was mich überzeugt hat, war dann eine ganz einfache Aussage. Diese einfache Aussage aus der Runde im Förderverein Mädchenfußball, nämlich in Leipzig, ist die Anzahl der Mädchen, die Fußball spielen, deutlich größer als in Dresden. Und das ist aus meiner Sicht ein valider Hinweis auf strukturelle Probleme in der Stadt an dieser Stelle. Und es war interessant zuzuhören, was alles aufgemacht worden ist. Also sehr überzeugend fand ich zum Beispiel die gesellschaftlichen Vorurteile. Das heißt, wenn ein, sagen wir mal, siebenjähriger Junge sagt, ich würde gern Fußball spielen, dann wird er in der Regel auf eine Familie treffen, die sagt, klar, machen wir, wir gehen zum nächsten Verein, wir stellen dich vor. Und wenn ein siebenjähriges Mädchen gerne Fußball spielt, dann wird sie in einer hohen Wahrscheinlichkeit in der Familie auf fragende Augen treffen. Ja? So ist das relativ häufig. Aber das kann man zum Beispiel nicht wegbeschließen. Ne? Das ist zwar so, aber es hilft kein Stadtratsbeschluss, das zu ändern. Und deswegen haben wir diesen Antrag dann gemeinsam überarbeitet. Und zwar so, dass wir sagen, beschreibe lieber unter Tisch das strukturelle Problem ganz genau. Hier, oder? Zweitens, eine Arbeitsgruppe. Und diese Arbeitsgruppe soll kommunalpolitisch auch wirklich bearbeitbare Dinge vortragen. Das ist nämlich eigentlich die Kunst. Wo, wenn man einen Missstand in der Gesellschaft entdeckt, nicht in der Stadtverwaltung, einen Missstand in der Gesellschaft, was kann man denn tatsächlich durch die Beschlüsse eines Gremiums wirklich daran verändern? Und das müssen wir dann auch tun und vor allem müssen wir, und das wird unsere Aufgabe sein, konsequent dranbleiben, also immer wieder nachfragen, immer wieder den Finger drauf tun und fragen, was haben wir denn jetzt praktisch getan, damit beseitigbare, durch Beschluss, durch Verwaltungshandel, durch unser Handeln, dann veränderbare Dinge auch wirklich verändert werden. Und da wird dann dieser gemeinsame Antrag, den wir heute beschließen, sicherlich
ein Stück dabei helfen. Vielen Dank. Vielen Dank. SPD-Fraktion? Nein. FDP-Fraktion? Nein. Dann Klaus Lippmann, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Sportbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, gesellschaftliche Missstände, wie Herr Kiesling gerade ausgeführt hat, können wir hier teilweise im Stadtrat beseitigen. Wir haben aber nicht den Durchgriff auf alle gesellschaftlichen Ebenen, insbesondere nicht auf die, die die Selbstorganisation und die Selbstverwaltung sehr hoch halten. Und dazu gehört nun mal der Sport. Die kommunalpolitische Willensbildung ist das eine, die Sportselbstverwaltung ist in dem Punkt das andere. Der Sport hat sich eigene Strukturen geschaffen. Ich sag mal, Stadtfachverband Fußball vereint alle Fachrichtungen, alle Sektionen, die Fußballsport betreiben, und der wird demokratisch gewählt, der macht eine demokratische Willensbildung. Die Vereine machen sowieso, was sie wollen. Zum Glück, Gott sei Dank, sind also auch eigenständig. Und insoweit ist ein kommunalpolitischer Wille ein gewisser Gegensatz zu zum Selbstverwaltungsanspruch, den es gibt. Dass hier in diesem Stadtrat wahrscheinlich niemand gegen diesen Antrag stimmen wird, das wird so sein. Und ich denke, Dresden ist, ja, was den Frauenfußball angeht, ja durchaus kein unbeschriebenes Blatt. Ich denke an die Spiele 2010 in Dresden, als das Heinz-Steier-Stadion, das Rudolf-Harbig-Stadion, pardon, neu eröffnet worden ist. Die Presse war damals voll des Lobes, das Stadion auch, 26.800 Zuschauer. Ich denke an 2022 Länderspiel, Deutschland gegen Frankreich, ebenfalls in höchsten Tönen gelobt und durchaus als Aushängeschild für Dresden brauchbar. Aber wir fragen uns dennoch, wieso eigentlich nur Fußball? Es gibt noch mehr Sportarten, in denen Frauen und Mädchen unterrepräsentiert sind. Und, Frau Wagner, wir hatten Gelegenheit bei der Weltmeisterschaft der Amateure im Tanzsport zugegen gewesen zu sein und haben dort feststellen dürfen, dass die männlichen Teilnehmer krass unterrepräsentiert sind. Also der Tanzsport leidet darunter, dass zu wenig männliche Interessenten da sind. Die Frage drängt sich auf, ob wir dort den nächsten Ansatzpunkt haben, kommunalpolitisch etwas dafür zu tun. Leipzig wurde vorhin genannt. Ja, gelegentlich kann man sich natürlich auch Referenzstädte nehmen, wenn es gerade passt. Wenn es nicht passt, machen wir es nicht. Na gut, aber was noch, und das erscheint mir ganz wichtig, wer A sagt, muss auch B sagen. Das heißt, wer anschiebt, muss auch bezahlen. Das Ziel ist ja, und das wird niemand in Abrede stellen, die Zahl der Fußballspieler und Spielerinnen deutlich zu erhöhen. Das kann natürlich nicht zulasten des jetzigen Spielbetriebs schon gehen. Und ich hoffe nur, dass diese Einstimmigkeit, diese Einhelligkeit, die sich jetzt bei der Beschlussfassung abzeichnen wird, bei der nächsten Haushaltsdiskussion, wenn es um das Budget des Sportes geht, genauso eine einheitliche ist. Denn wir wissen, dass die Sportplätze im Moment zu 100% oder 110% ausgelastet sind. Wir wissen, dass auch die Walter-Fritsch-Akademie, um mal den größten Sportverein zu nennen, die 4 Plätze, die da sind, komplett ausgelastet sind, von U16 bis zur ersten Mannschaft. Und wir wissen auch, dass dort in dem Haus zum Beispiel Umkleidekabinen und Sanitäreinrichtungen nur einmal vorhanden sind. Das trifft auf viele Vereine zu. Das heißt, es werden in der Folge Kosten entstehen. Wir haben in Dresden noch brachliegende Flächen, die ausgebaut werden müssen, wo es auch schon Überlegungen gibt. Ist einmal die Neuländerstraße als Sportplatz oder auch der Sportplatz zur Wetterwarte oben an der Schwimmhalle. Das sind zwei Objekte, die man wieder revitalisieren könnte. Und darüber hinaus wird es noch mehr Plätze geben und vielleicht auch noch mehr Hallen. Und es wird mehr Anforderungen aus den Vereinen geben, was die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs angeht. Und dem müssen wir uns dann auch stellen. Also in dem Falle bitte ich wirklich darum, dass bei der nächsten Haushaltsdiskussion dieser Beschluss auf der Seite liegt und mit berücksichtigt wird beim Budget dann für den Sport. Vielen Dank. Okay, dann machen wir weiter mit Herrn Dr. Schulte-Wissemann.
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Netz. Wir reden jetzt über Frauenfußball und als ich damit angefangen habe, hier über Frauenfußball vor 4 Jahren zu reden, da war das noch ein bisschen neu. Ich habe Ihnen aber damals schon gesagt, dass Dresden ja die europäische Charta für Gleichstellung von Frauen und Männern unterschrieben hat und das schon 2012 unter Frau Oros noch. Seitdem gab es auch Pläne und es gab Worte und es gab sehr viel, was so gesagt und getan wurde. Allein man hat es halt in der Praxis nicht immer unbedingt überall gemerkt. In dieser Charta steht in Artikel 20, dass die Stadt und der Staat, also die Stadt, wir als Stadtrat, wir sollen fördern, dass Frauen und Männer, Jungen und Mädchen ermutigt werden, gleichermaßen an Sport teilzunehmen, und zwar insbesondere auch an jenem Sport, der traditionell als männlich oder weiblich angesehen wird. Jetzt kann man sich trefflich streiten, ob Fußball männlich konnotiert ist. Wahrscheinlich, wenn man die letzten 100 Jahre zurückguckt, wahrscheinlich schon so. Und deswegen haben wir in Dresden eine Verantwortung dafür, dass es dort mehr Gleichberechtigung gibt. Und wie gesagt, als ich vor 4 Jahren, das ist, glaube ich, das Video, was am besten gelaufen ist, ich glaube aber nicht, die meisten haben es wahrscheinlich nicht gesehen, weil sie mich so mögen, aber sehr viele haben es damals gesehen, als ich gesagt habe, ich werde nie wieder für Geld stimmen, wenn dafür einseitig nur Jungs gefördert werden. So, und dann ging noch ein halbes Jahr weiter und dann hat sich das Wording geändert, beziehungsweise dann ist man ein bisschen auf einen konstruktiveren Weg gekommen und dann hieß es, der Stadtrat knüpft die Gabe von Geld an die Erwartung, dass Mädchen und Jungs gleich gefördert werden. Das ist genau das, Herr Lippmann, was Sie gesagt haben. Also man kann ja freien Vereinen nicht irgendwie vorschreiben, was sie zu tun haben. Wenn die aber Geld bekommen von uns, dann können wir schon artikulieren, was wir denn wollen. Und damals habe ich gesagt, wenn wir schon Geld geben, dann müssen wir auch darauf achten, dass das, was in der Charta steht, das, was Dresden unterschrieben hat, dass das wenigstens ansatzweise umgesetzt wird und nicht, dass wir wieder Trainingsanlagen bauen, wo nur Umkleiden für Jungs drin sind. So, als ich das dann damals gesagt habe, da gab es 2 Reaktionen von Stadträten, die waren ein bisschen sauer auf mich. Das war einmal der Herr Kiesling, der dann mir billigsten Populismus vorgeworfen hat und fortan immer, wenn ich ihn traf, gesagt, na, hast du schon mit den Mädchen, was machen deine Fußballmädchen so? Ja? Und das hat mich ein bisschen geärgert. Und die andere Reaktion war von Frau Wagner, die daraufhin aber sehr konstruktiv das aufgegriffen hat und aus dieser ganzen Problematik konstruktiv das an sich gerissen hat, oder an sich genommen hat, will ich mal sagen, das gekümmert, genau, so. Und ich muss wirklich sagen, ich bin sehr froh, was daraus geworden ist. Frau Wagner hat ja auch die Größe gehabt, wirklich am Anfang zu sagen, dass mir das halt zuerst eingefallen ist. Und ich habe die Größe zu sagen, jo, Frau Wagner, super Sache, das ist richtig gut gegangen. Ich kann die Partei auch noch dazu sagen, CDU in dem Fall nicht scheiße gebaut, richtig gut. So, ja, also muss ich Frau Wagner loben. Und das ist nämlich so, wir können gerne irgendwelche Chartas von irgendwas unterschreiben. Das ist ja erstmal ganz nett. Wir können uns auch darüber unterhalten und gegenseitig hier von der Kanzel sagen, wie wichtig A und B und C ist. Nein, das, woraus wirklich ankommt, ist, dass auch unser Handeln anders wird. Und wenn wir über Gleichstellung oder Gleichberechtigung reden, dann müssen wir halt in die richtige Richtung gehen und aufhören, in die falsche Richtung zu gehen. Und das heute hier ist 1 oder 2 oder 3 Schritte in die richtige Richtung. Wie gesagt, nochmal danke, Frau Wagner, und lassen Sie hier ein schönes, großes Freudenfest der Abstimmung feiern. Dankeschön. Okay, dann machen wir weiter mit Thorsten Schulze. Ihr kommt noch dran. Ach so, ihr steht nichts von euch. Aber ich rufe euch sofort auf. Ihr habt nichts gemeldet. Mach mal erst Thorsten Schulze, dann Herr Latschinski. So, jetzt. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann, wir freuen uns natürlich auch über diesen Antrag dann,
wer auch immer setzt, sag ich mal, sich sozusagen dann das Bienchen dann auf die, ja, sozusagen eintragen möchte, dann, wer es zuerst getan hat dann oder erst gesagt hat. Ich denke dann, Frauenfußball hat tatsächlich seit 2011 dann, insbesondere dann durch die Frauenfußball-WM in Deutschland, hier dann einen ungebrochenen Zuspruch dann in den letzten Jahren auch erfahren. Und wir müssen allerdings auch feststellen, und das hat auch dieses Gespräch dann beim Mädchenfußballförderverein dann in Blasewitz auch gezeigt, dann, dass tatsächlich dann die Trainings und auch dann die allgemeinen Bedingungen dann für Mädchen und Frauen in Dresden, die gerne Fußball spielen wollen, wirklich denkbar schlecht sind im Vergleich zu anderen Städten. Das ist eigentlich dann auch das Resümee gewesen. Großes Problem ist dann, dass eigentlich dann auch ab 13 bis 14 Jahren dann eigentlich dann die Mädchen dann entweder aufhören zu trainieren, was natürlich dann extrem schade ist dann, oder die, die richtig gut nochmal sind dann und vielleicht auch im Kaderbereich dann sogar schon spielen, nach Leipzig, nach Berlin oder in andere Städte, letzten Endes dann abwandern. Das ist ein Verlust dann, weil letzten Endes ja auch dann die Vereine erstmal hier sich wirklich gekümmert haben, diese Menschen dann, also diese Mädchen dann auch erstmal aufzubauen dann und letzten Endes, sage ich mal, auch zu einer sehr guten Spieltätigkeit dann auch zu führen. Und dann haben wir nicht mal die Chance dann letzten Endes in irgendwelchen Ligen dann hier mit einem guten Frauen- oder Mädchenfußballmannschaft dann auch entsprechend dann für Dresden auch Punkte zu holen. Ein großes Problem ist auch schon angesprochen worden dann, dass in den ganzen Sporteinrichtungen, insbesondere eben halt Umkleidemöglichkeiten, Sanitäreinrichtungen dann nochmal fehlen dann, dass dann einfach auch Mädchen dort, sag ich mal, auch gesichert dann auch sich da auch umziehen können und letzten Endes da auch eigene Räume mit nutzen können. Ein großes Problem, das war mal, glaube ich, auch nochmal in der Stadt, als da die DFL auch dann die größeren Sportvereine angehalten hat, auch nach diesem Erfolg, dann auch nach dieser Entwicklung in den eigenen Mannschaften, in den eigenen Vereinen dann auch Mädchen- und Frauenfußballmannschaften aufzubauen, hat dann der größte Fußballverein in Dresden dann genau in seine Satzung reingeschrieben, dann, dass er das überhaupt gar nicht haben will. Und der hat in der letzten Mitgliederversammlung im Dezember, war es glaube ich letzten Jahres, Dezember oder? Egal, also jedenfalls Ende letzten Jahres dann, sich dann, sag ich mal, endlich wieder entschlossen dann, diese Satzung zu ändern dann, diesen Ausschluss dann, dass Mädchen und Frauen bei Dynamo Dresden dann auch trainieren dürfen dann, aufgehoben. Allerdings hat er auch dann die denkbar schlechteste Variante gewählt, bei sich im Verein dann letzten Endes auch dieses Thema mal ordentlich anzugehen. Also es ist jetzt angedacht dann, dass man eine Frauen- oder eine Mädchenmannschaft jetzt anfängt aufzubauen und für dieses ganze Projekt gerade mal so 10.000 Euro im Jahr aufnehmen will. 10.000 Euro, das ist eigentlich dann für das, was euch mal dann die anderen Nachwuchsmannschaften dann bei Dynamo dann bei den U6 angefangen, dann bis zur U18 hoch dann, das ist wirklich eigentlich ein Armutszeugnis. Wir haben uns auch sehr darüber geärgert dann und es gab ja an sich dann noch die Chance dann, dass Fortuna, die haben das ja auch angeboten gehabt, da nochmal dann ihre gesamte Sparte dann Abteilung bei Dynamo sozusagen mit angesiedelt hätte. Da wäre die Spinnung bis zur Regionalliga da und das ist dann wirklich dann Potenzial da gewesen, dann, was einfach nicht genutzt worden ist dann und das im Prinzip dann auch durch die Ablehnung dann der eigenen Vereinsmitglieder. Ein dritter Punkt möchte ich nochmal bringen, dann, wir haben ja doch nochmal einige Vereine dann, also insbesondere Fortuna, ist gerade schon erwähnt von mir, die auch eine sehr gute Abteilung haben, die letzten Endes ihre Heimspielstätte, vor allen Dingen also in Rhenitz dann, aber vor allen Dingen auch noch auf der Wurzner Straße haben. Der Sportplatz ist ja durch Planung jetzt dann fürs neue Sachsenbad ein Stück gefährdet und ich möchte hier nochmal auch an der Stelle werben dann, dass dieser Sportplatz so in der Ausrichtung, wie er jetzt auch ist, erhalten bleibt, gerne auch nochmal saniert, das wäre auch, glaube ich, wichtig und dass dann letzten Endes dann aber bei dem Bau dann für das neue Sachsenbad diese Variante 1 dann mit der Wöhlner Straße dann dort auch zum Tragen kommt, dann, wir haben das ja auch schon in Pieschen im Stadtbezirksbeirat, ist das ja schon sehr gut nochmal diskutiert worden dann, da gibt es aber auch ein sehr einstimmiges Votum dann für diese Variante 1. Ansonsten wünschen wir uns natürlich dann, dass wirklich aus diesem runden Tisch auch gute Vorschläge kommen dann, dass sich dort auch, sagen wir mal, wirklich die großen Vereine dann, die wir dort auch mit angesprochen haben, sich tatsächlich auch ernsthaft mit beteiligen und dass wir am Ende vielleicht das wirklich schaffen dann in Dresden, auch wirklich dieses Thema Frauenfußball hier deutlich besser nochmal zu platzieren, als es bisher passiert ist. Von der Seite her dann haben wir auch gerne an dem Antrag mitgearbeitet, dann haben auch dann gerne den Interfraktionellen mit unterstützt und freuen uns hier natürlich jetzt auch über eine Zustimmung von allen Fraktionen. Vielen Dank. Okay, dann Herr Laczynski, währenddessen er hier vorkommt, eine Sache noch, lieber Thorsten Schulze, in Pieschen ist noch nicht votiert worden im Stadtbezirksbeirat. In Pieschen ist noch nicht votiert worden im Stadtbezirksbeirat. Nein, haben wir nicht, da sitze ich nämlich selber beim runden Tisch dabei.
Und da wollen wir erstmal klären, was dafür und dagegen spricht, was diese zwei Varianten angeht. Aber das nur nebenbei. So, jetzt Herr Laczynski bitte. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Ich freue mich, dass wir heute über die Probleme sprechen können, die der Fußball in Dresden hat. Ich bedauere aber, dass sich diese Debatte laut Antragsteller ausschließlich auf den Frauenfußball beschränken soll. Dass es um den Fußball in Dresden nicht gut steht, lässt sich an einem ganz einfachen Vergleich festmachen. Dresden ist die einzige der 15 größten deutschen Städte, die keinen Fußballverein in der ersten oder zweiten Bundesliga stellt. Weder im Männer- noch im Frauenbereich. Und weil Leipzig ja schon zur Sprache kam, Leipzig beispielsweise stellt Mannschaften in der ersten Bundesliga. Insofern liegt es vielleicht auch daran, dass das Engagement im Bereich Frauenfußball dort etwas höher ist. Das ist ein Missstand, der sich hoffentlich mit dem Aufstieg von Dynamo Dresden in die zweite Bundesliga bald korrigieren lässt. Wenn man aber dann weiter sieht, zeichnet sich für den Fußball in Dresden dann leider ein äußerst trauriges Bild. Denn nach Dynamo Dresden als Aushängeschild für den Dresdner Fußball kommt dann erstmal lange nichts mehr. Im Männerbereich treffen wir erst dann wieder in der Landesliga, also in der sechsten Liga mit Borea und Laubegast auf Dresdner Mannschaften. Im Frauenfußball sieht es immer nicht ganz so schlimm aus. Dort stellen Dresdner Mannschaften neben dem FFV in Liga 3, die in dem Fall allerdings Regionalliga heißt, zudem auch noch Mannschaften in allen darunter liegenden Spielklassen. Also zumindest hinsichtlich der Leistungsdichte scheinen die Frauen gegenüber den Männern schon heute im Vorteil zu sein. Dennoch sehe ich es grundsätzlich genauso, das hatte ich ja bereits gesagt, dass der Fußball in der Breite in Dresden als Problemfall dargestellt wird. Der Antrag enthält in seinem Begründungstext jedoch noch einen Seitenhieb gegenüber dem Stadtverband Fußball, dass es sich angeblich zu wenig um die Förderung des Frauenfußballs kümmern würde, den ich so nicht tragen kann und dem ich auch widersprechen möchte. Dass man überhaupt auf die Idee kommt, den Stadtverband vorzuwerfen, er würde zu wenig für die Förderung des Frauenfußballs tun, ist meiner Meinung nach falsch. Denn wenn man sich die Satzung des Stadtverbands Fußball anschaut, stellt man ziemlich schnell fest, dass es dessen satzungsmäßiger Zweck ist, den Spielbetrieb in Dresden sicherzustellen, die Sportgerichtsbarkeit zu gewährleisten und die Interessen der Dresdner Vereine gegenüber dem Landesverband zu vertreten. Da steht nichts, dass irgendwelche einzelnen Gruppen von Fußballern gefördert werden sollen. Diese Vertretung soll für alle Fußballer und Fußballerinnen erfolgen, nicht nur für Frauen. Mit diesen Aufgaben hat der Stadtverband schon mehr als genug zu tun. Diese ehrenamtlichen Leistungen der Sportfreunde im Stadtverband Fußball verdienen Anerkennung und Dank und keine politisch motivierten Vorwürfe. Wer der Meinung ist, die machen zu wenig, kann sich gerne selbst dort mit engagieren. Letztendlich soll dieser Antrag dazu dienen, Akteure miteinander ins Gespräch zu bringen, die sowieso schon im Austausch miteinander sind, und Akteure vielleicht zum Austausch zu drängen, die vielleicht gar nicht miteinander reden wollen. Insofern sehe ich wenig Chancen, dass dieser Antrag irgendwas bewegt. Wer der Einladung zu diesem runden Tisch dann folgen möchte, der nimmt teil, wer wie bisher nicht zu Gesprächen bereit war, wird auch weiterhin nicht dabei sein. Aber man kann es einmal versuchen, deshalb wollen wir uns ja auch diesem Antrag nicht in den Weg stellen und werden uns enthalten. Grundsätzlich ist es aber aus unserer Sicht nicht die Aufgabe der Kommunalpolitik, die Geschicke und Angelegenheiten der Dresdner Fußballvereine zu steuern und hineinzureden. Ob und wie Frauenfußballmannschaften entstehen, ist Sache der Vereine. Der Stadtrat maßt sich ja Dinge an, die ihn eigentlich nichts angehen. Dabei ist doch jetzt schon offensichtlich, was die Kommunalpolitik tun kann. Da braucht es doch keine Arbeitsgruppe, nämlich die Schaffung der notwendigen Infrastruktur. Solange der Stadtrat und die haushaltstragenden Fraktionen für die Sportinfrastruktur im Haushalt immer nur so wenig Geld zur Verfügung stellen, dass die Liste der zu sanierenden Sportstätte Jahr für Jahr immer länger wird, solange es noch Vereinsheime und Umkleidekabinen gibt, die seit den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts unverändert dastehen, solange wir immer noch Tennisplätze in Dresden haben, auf denen Nachwuchsfußballer, also Jungen und Mädchen, innerhalb kürzester Zeit die Lust am Fußball verlieren, solange engagierte und motivierte Vereinsvorstände regelmäßig durch städtische Ämter bei der Weiterentwicklung ihrer Vereine und Sportstätten ausgebremst werden, so lange liegt es eigentlich auf der Hand, wo die Stadt und der Stadtrat ansetzen kann, um den Fußball in Dresden zum Erfolgsfußball zu machen. Da braucht es eigentlich auch keine Arbeitsgruppe, aber genau dazu hat dieser Antrag leider keine Lösung parat. Vielen Dank. Okay, dann würde ich mal in die Runde fragen, gibt es weiteren Gesprächsbedarf? Das sehe ich nicht. Dann stelle ich den federführenden Ausschussbericht, der hier zustimmend ist, zur Abstimmung und bitte um das Stimmzeichen.
Das wäre mit 44 Ja, 0 Nein und 14 Enthaltungen so bestätigt. Und mein Vorschlag wäre nach dem Marathon von gestern und heute, dass ich einfach sage, sportfrei und bis demnächst.